Hä? Ein Bogen? Der ist ja riesig. Oh, und die Sehne ist gerissen. Wem könnte der wohl gehören? Huhu! Hallo! Das hätten wir. Es war nicht leicht, für den Bogen eine Sehne zu finden. Die meisten waren viel zu kurz. Kein Jäger aus unserem Tal könnte den tragen. So einen Bogen habe ich noch nie gesehen. Hast du schon einen Schuss gewagt? Noch nicht. Unmöglich. Das Holz ist zu hart. Meine Kraft reicht nicht aus, ihn zu spannen. Vielleicht handelt es sich um einen Zauberbogen. Mhm. Welcher Jäger wäre wohl stark genug, diesen Riesenbogen zu benutzen? Oh, wer ist das? Sieht nur da! Oh, der Riese, bestimmt der Bogen. Sei gegrüßt. Ich freue mich, dass du anscheinend zufrieden bist. Welchen Namen trägt mein Bruder? Der Große? Was hat er denn? Wieso sagt er nichts? Was für ein Schuss! Seine Stärke ist ungeheuerlich. Nun wissen wir, dass der Bogen nur ihm gehören kann. Böse sieht er ja nicht aus. Nun, großer Jäger, dein Erscheinen macht unseren Stamm neugierig. Wie heißt du also? Was hat er vor? Gebt Acht! Hab doch keine Angst. Vielleicht kann er nicht sprechen und versucht uns auf diese Art etwas mitzuteilen. Du bringst mich auf eine Idee, Yakari. Mal sehen, wie er darauf reagiert. Bravo, Vater! Ja, du hattest völlig recht. Dieser Jäger hegt keine bösen Absichten. Er versucht, sich zu verständigen. Er kann also gut hören und er versteht, was wir ihm sagen wollen. Aber welche Sprache mag er sprechen? Wie heißt du? Starker Bogen? Ich verstehe das nicht. Was kann er denn nun mit zwei Bögen anstellen wollen? Naja, vielleicht heißt er Großer Bogen. Das würde doch gut zu ihm passen. Oh. Jetzt wissen wir es. Er heißt Großer Bogen. Wir heißen dich willkommen, Großer Bogen. Da du als Freund gekommen bist, darfst du so lange bei uns bleiben, wie du möchtest. Woher kommst du, Großer Bogen? Bist du allein? Verstehst du dieses Zeichen? Allein? Ich glaube, er versteht unsere Zeichen nicht. Das ist schade, sonst wüssten wir bald mehr. Vielleicht hat sie ihm niemand beigebracht. Aber diese Sprache kennen alle Indianer. Von der großen Ebene kann er also nicht kommen. Großer Bogen, kommst du aus den Bergen? Mhm. Ich kenne die Zeichensprache gut. Wenn du willst, kann ich sie ihm beibringen. Mhm. Warum nicht, Yakari? Es ist sicher das Beste. Und wir helfen dir alle. Na, dann fangen wir doch gleich mal damit an. Großer Bogen, möchtest du vielleicht etwas essen? Wenn er genauso schnell lernt, wie er isst, weiß er noch vor dem Winter alles. Das kann man auch ohne Zeichensprache gut verstehen. Er hat noch Hunger. Morgen werde ich dir meinen Freund vorstellen. Aber jetzt muss ich schlafen gehen. Gute Nacht, großer Bogen. Das ist mein Freund Kleiner Donner. Das schnellste Pony der Prärie. Ich muss schon sagen, du hast wirklich Talent, hier ungewöhnliche Freunde zu suchen. Ich bin gar nicht so klein. Er ist nur sehr groß geraten. Sehr witzig. Das wäre ja noch schöner. Der holt mich ganz bestimmt nicht ein. Wie dumm. Wenn er fällt, dann fällt er wirklich tief.
Das ist nicht zu fassen. Jetzt hält er sich auch noch für ein Pferd. Lass uns in den Wald, großer Bogen. Als erstes bringe ich dir die Namen meiner Freunde der Tiere in Zeichensprache bei. Hm? Das ist ein Bär, großer Bogen, ein Bär. Dafür musst du nur die Hände hinter die Ohren halten. Sieht man doch gleich, oder? Ja, genau so. Schlag ein! Ein Elch. Das ist ein Elch. Komm nur her. Mhm. Von hier aus kann ich dich gar nicht verfehlen. Siehst du? Mit den Fingern macht man das Geweine. Oh! Ah, wer wagt es? Jemand hat auf mich geschossen. Warum hast du auf den Elch geschossen? Ich stelle dir meine Freunde vor und du schießt auf sie. Ja, ich hab's genau gesehen. Und das finde ich nicht gut. Ich bin enttäuscht von dir, großer Bogen. Wir beide können nie Freunde werden. Jetzt bringe ich dir gar nichts mehr bei. Mein Sohn. Du siehst so unglücklich aus. Was ist passiert, Yakari? Wer hat nur mit dem Riesenpfeil auf mich geschossen? Bestimmt der große Geist, der mich bestrafen will, weil ich vom Jagen nicht lassen kann. Oh, großer Geist, bitte verschone mich mit deinen Riesenpfeilen. Ich gelobe, einen ganzen Mond lang nicht mehr zu jagen. Naja, sagen wir einen halben Mond lang. Das reicht doch auch, oder? Ich glaube dir, aber großer Bogen scheint wahrlich kein böser Mensch zu sein. Er ist einfach aufgesprungen und hat den Elch nur ganz knapp verfehlt. Das muss ein Missverständnis sein. Oh, Vater, sieh nur. Warum hat großer Bogen den zerbrochen, wenn er ihm so wichtig war? Er will dir vielleicht dadurch etwas sagen. Ein Riese. Der große Geist hat Gestalt angenommen. Nun ist es aus. Elch? Wieso denn Elch? Wie weiter? Was meinst du denn mit Elch? Der große Geist ist von Sinnen. Er kann nicht mehr sprechen. Es sei denn, es ist gar nicht der große Geist. Sieh mal. Das ist ein Pfeil von großer Bogen. Und die Spuren? Da war also noch einer. Anscheinend wart ihr nicht die Einzigen, die den Elch beobachteten. Ein zweiter Jäger hat sich hier aufgehalten. Natürlich. Dann hat er nicht auf den Elch gezielt. Genau. Großer Bogen sah diesen Jäger und verjagte ihn, um den Elch zu retten. Nein, großer Geist, ich wollte nur wissen, ob das alles wirklich ist. Vergib mir, großer Geist, Hilfe! Die Schreie kommen von dort, schnell! Bitte tu mir nichts! Gespannter Bogen, ich hätte es wissen müssen. Vorsicht, kühner Blick! Dieser Riese ist der große Geist und er ist verrückt! Entschuldige, großer Bogen, jetzt verstehe ich. Du wolltest den Elch nicht töten, sondern retten. Nein, das ist großer Bogen. Er ist ein Freund von Yakari. Und sein Pfeil hat dich daran gehindert, den Elch zu töten. Ich verstehe, der Streich mit dem schweigenden Riesen kann ja nur von deinem Sohn stammen, der mich immer bei der Jagd stört. Und jetzt verrückt ihr beide mich auch noch.